Pop-up. Android, Hardware, Software, IT, Response, Bootstrap, Webdesign, Arduino, Raspberry Pi, Computing, Industrie 4.0, HTML. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst. Das ist Alex, der Initiator von Cook & Code. Alex behauptete, Programmieren sei so einfach wie Nudeln kochen. Dafür verlässt er auch gerne ab und zu das Haus. Markus und Lisa leben in einem Gefängnis, das sie weder anfassen noch riechen können. Sie sagen, sie haben keine Zeit. Wie Millionen Menschen leben sie einfach so vor sich hin und haben keine Ahnung. Wer hat denn schon Zeit? Martha will alles ganz genau wissen. Doch die Endlosschleife ermüdender Tutorials bringt letzten Endes jede Brennzelle zum Stillstand. Gott sei Dank gibt es eine Lösung. Ich habe es selbst nicht geglaubt, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Ich weiß, ihr habt keine Angst. Keine Angst vor Entwicklung. Wie die Zukunft aussehen wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht hier, um zu sagen, wie die Sache ausgehen wird. Ich bin hier, um zu sagen, wie alles beginnt. Gemeinsam. Jetzt. Bei Cook & Code. Ihr werdet den Laptop anschalten und ihr werdet bekommen, was ihr haben möchtet. Eine Welt ohne Verwirrung. Eine Welt voll technologischer Selbstbestimmung. Und das mit gutem Essen und in netter Gesellschaft. Eine Welt, in der alles möglich ist. Wie es dann weitergeht, das liegt ganz bei dir. Fußball spielen lernt man im Fußballverein. Gitarre spielen bei einem Gitarrenlehrer. Aber was ist, wenn du eine App oder eine Website umsetzen willst? Wir bei Cook & Code haben jetzt 60 Events veranstaltet und damit 600 Leuten gezeigt, wie viel Spaß es machen kann, wenn man ein bisschen programmiert, beziehungsweise dass es gar nicht so komplex ist. Wir glauben fest daran, dass jeder Mensch programmieren lernen kann und möchten dafür in München das erste Programmiercafé gründen, um zum einen Leute zusammenzubringen, die bereits sehr viel Erfahrung haben in der Programmierung und andererseits Leute, die einsteigen wollen. Dafür brauchen wir euch, denn nur mit eurer Hilfe können wir Münchens erstes Programmiercafé umsetzen.